Hallihallo, liebe Leute, willkommen zurück auf der Gemeinderade im 19. LS. Jo, der Johnny ist natürlich auf der 43 fertig geworden. Ich weiß nicht, es kann sein, dass meine Stimme ein bisschen laut ist im Vergleich zum Fahrzeugsound. I don't know warum. But I. Oh. Das ist jetzt aber seltsam. Ich meine, mir ist es recht so. Ich habe gerade kein Force Feedback mehr. Das ist cool. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt kaputt ist oder warum auch immer. Aber ich finde es so besser, weil das ist nicht so anstrengend. Ich habe jetzt einfach nur komisch. Also, ich hoffe, dass alles bei euch soweit funktioniert, dass ihr mich hört, dass ihr was seht. Das ist halt einfach nur seltsam, weil ich gerade eben bei den letzten beiden Folgen, die ich aufgenommen habe, hatte ich extremes Force-Feedback. Ich habe jetzt gar keins mehr. Was mir aber tatsächlich ein bisschen zugute kommt. Uiuiui, ich muss jetzt zwar zurücklenken in die andere Richtung, wenn ich daran gewöhne, aber es ist nicht so anstrengend. Ich kann locker flockig mit einer Hand meinen Traktor branchieren. Sehr schön. Die X, die ihr hier seht im Traktor drin, das ist von dem Simple IC. Momentan reagiert er nicht drauf, wenn ich das wegmache. Also normalerweise war das so, dass ich mit Leertaste das wegmachen kann. Aber er interessiert, genau, er reagiert nicht darauf. So. Wir haben ja die letzten beiden Folgen nichts Besseres zu tun gehabt, als Mischfutter anzurühren. Was jetzt nicht so prickelnd war, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe jetzt aber vor, ich habe mal Bock, mal wieder was einzusehen, tatsächlich. Und ich hoffe, dass dieser Karren hier GPS hat. Ich hoffe es so dermaßen. Warte mal, nee. Wie war das jetzt? Nein, er hat es nicht. Er hat es nicht. Wieso hat er das nicht? War ich wieder so geizig oder was? Ist mir jetzt völlig egal. Ich fahre jetzt an der Hof und lass den und mache hier mal GPS rein. Ja, ist ein bisschen jetzt, ne? Ist aber immer ein typisches Sven-Samstag. Zumindest mal der erste Volk. Nichts läuft, nichts funktioniert. Aber ich glaube tatsächlich, ich habe hier kein GPS reingemacht, weil die Knete damals sehr knapp war. Fahren wir schnell mal zur Werkstatt. Und konfigurieren das mal rein. 15.000 Euro ist ja auch jetzt kein Pappenstiel, ehrlich gesagt, ne? Ja, ein bisschen dran gewöhnen, oder klappt das auch mit dem Lenkrad ohne Force-Feedback? Aber warum das jetzt aus ist, ich kann es euch nicht sagen, Leute, ey. Ich habe keine Ahnung. So. Hoffentlich stehen wir richtig. Und hoffentlich geht's dann auch. Ja. Gut, reparieren könnte man auch mal. Danke. GPS ja? Das ist aber komisch. Das ist seltsam. Natürlich kann es auch sein, so zack, kann es auch sein, dass man, dass ich, noch mal, ich muss nochmal gucken, welche Tastenbelegung ich dann habe.
Steht jetzt gerne mal selbst angesehen, Mensch. Schon lange nicht mehr gemacht. Ups, langsam. Bin ich wieder darauf hingewiesen worden, da ist zu schnell mit dem Feld der Balle. Aber tatsächlich mit dem Gaspedal ist es ehrlich besser dosierbar als mit dem Xbox-Controller. So, warum gehst du nicht? Gerade mal gucken hier, bei der dritte Belegung. Bei der GPS müssen wir. Hoffentlich finden wir es auch, ohne dass wir vorbeirutschen. Normalerweise ist es auf jeden Fall aktiviert, also im Mod-Ordner. CP, Autodrive, Autoload. Aha, Menü öffnen, da ist gar nichts, was soll der Mist? GPS-Menü öffnen. Toggle-Line-Display, Alt-L, also L, hä? Rotate-Track, Alt-Ende, da, ach C, wieso Alt-Links-C? Achso, Quatsch, da ist es doch, Steuerung-Links-S. Hab ich doch gedrückt. Das habe ich doch hier gedrückt, Kollege. Steuerung links S. Seh's nicht. Kommt nix. Was soll der Mist, Leute? Nicht gut. Ist nicht gut. Ist gar nicht gut. Och Mensch. Wieso macht er das jetzt nicht? Das gleich irgendwie abducken. Haben wir da Doppelbelegung irgendwo? Das ist Lenkmodus wechseln, Arbeitsmodus wechseln. Ja. Steuerung links. FV. Umschalt links. QE. Ja, ja, das ist jetzt halt nur. Das ist eine Infosendung sozusagen, gell? Da ist auch nichts drauf. Da ist auch nichts drauf. Umschalt links, der Kran. Achso, das ist Kran. Steuerung links. Steuerung rechts. Ne? Das ist der Helfer der Alternative. Autodrive. Das Simple IC muss ich auch gleich nochmal gucken. Vielleicht liegt es daran, dass ich das nicht, auch nicht abschalten kann momentan. Das müssen wir gleich auch mal einstellen. So. CP, IC Status, Dingsbums Cache. IC Space, aha, Autoload. GPS-Menü öffnen. Wieso ist das hier zweimal? Das war doch immer Alt-X. Aktive Führung aktivieren, genau. Steuerung links S, bin ich doof oder was? So, jetzt habe ich es nochmal gedrückt. Mehr brauche ich ja auch nicht, ne? So. Muss ich gerade mal gucken, ob das Simple IC hier für IC-Status wechseln. Mit Leertaste. Ja, kann natürlich sein,
dass es jetzt durch das Lenkrad und durch die Einstellungen und was weiß ich was halt nicht mehr ganz so flutschig ist, ne? Ja. So, Steuerung speichern, okay. Zurück. So, warum machst du das nicht? Ich kann auch jetzt hier das Simple Icing nicht wegmachen. Ich kann auch jetzt hier nicht kein Menü aufrufen. Das ist doch zum Brechen. Das ist schade. Gut, du musst mich nochmal sonst drum kümmern. Das passt mir jetzt überhaupt nicht. Was mache ich dann automatisch? Dann müssen wir es halt so machen lassen. Ich muss mich schon nochmal drum kümmern, intensiver. Ich will euch jetzt nicht hier, ne, zum Einschlafen bringen. So, was haben wir noch? Zeig mal, bitte. Hier müssen wir mal sauber machen. Die haben jetzt 400%. Wir müssen hier mal sauber machen. Wenn wir mit dem Fendt machen gleich. Wir haben. Siehst du, da haben wir schon mal 60.000 im Lager von dem Getreidezeugs hier, ne? Da brauchen wir noch ein bisschen für den Seedmaker. Das können wir auch verhökern. Die Sonnenblumen haben wir noch ein paar. Wo ist eigentlich nur einiges da, ne? Ja, da würde ich sagen, machen wir ein bisschen Gerste in den Seedmaster. Und räumen mal, oder machen mal die Dings vom Sauber, ne? Die Mumu. Nicht die Mumu, die Muku, so. Uiuiui, Hilfe. So, ich weiß jetzt bloß nicht, wo man die Sauber macht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wo sieht es hier denn schmutzig aus? Hier sieht alles nach Stroh aus. Ganz normal. Ich weiß es nicht. Wo müssen wir hier sauber machen? Ah, da. Sehr schön. Also was heißt sehr schön? Sehr schön ist es eigentlich nicht, weil ihr seht, ne? Hier. Papa hat das Wasserrohr vorgestellt. Super gut. Da komme ich im Leben nicht vorbei. Kacke, ey, das ist doch schlecht. Wenn ich jetzt genial, wenn das Ding kein Kolli hätte, aber ich glaube, da haben wir Pech. Ja. Wenn wir ganz knapp fahren, reicht es dann? Nee. Also ich könnte mich ja kaputt ärgern drüber, dass ich das damals so gemacht habe, Leute. Also ganz ehrlich. Das ist, was ich mir da gedacht habe. Nix wahrscheinlich, ne? Ist ja logisch. Oh. Das ist wieder mal, ne, eine typische Samstagsfolge. Ey, nix funktioniert, aber auch gar nichts. Nix läuft, wie man es wünscht. Was sehr schade ist, weil da haben wir gar keinen Flow, ne? Warte mal. Oh Mann. Ernsthaft jetzt? Es darf nicht wahr sein. Es darf nicht wahr sein. Hektik, Erotik, Fußpilster. Gut sei Dank ist die Folge gleich zu Ende. Ich muss da unbedingt noch mal gucken, was da los ist. Wie? Springst du da rum? Bin mal gespannt, was es ist, wenn wir jetzt das sauber machen. Ob das jetzt Silage ist. Bei manchen Maps ist es Silage, bei den Schweinen zum Beispiel auf der Hof Bergmann ist es Mist, was sie da rausschmeißen. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung.
Silage ist es. Silage ist es. Das ist ganz praktisch, weil da fahren wir jetzt einfach nur rückwärts und kippen es wieder aus. Das ist ähnlich wie es auf der Hinterkaifeck war, beziehungsweise ist. Der läuft hier bei mir nicht mehr. So, hier müsste ich hinpassen, ne? So ist es. Sehr schön. Wenn ihr das wisst, könnt ihr mir bitte in die Kommentare schreiben, wie man diese Wasserversorgungsleitungen da neu platziert. Ich weiß ja nicht, ob ich vielleicht hingehen könnt und könnt die aus dem Mod-Ordner rausschmeißen, diese Funktion mit dem Wasser. Und, aber ich glaube, die brauchen wir tatsächlich. Da startet vielleicht die Map nicht. Also könnte ich die Funktion rauswerfen und könnte dann vielleicht was wollte ich sagen? Könnte dann vielleicht das neu platzieren. Das wäre schön, ne? Das wäre schön, du. Gut. Dann, war es das für den Moment. Könnt ihr das Geräusch hören? Die Schaufel bewegt sich minimal. Warum, weiß ich nicht. Ist jetzt nicht so schlimm. Ja, so. Mensch, Aussteig ist rum. So. Gut. Das war für den Samstag Moin. Wenn ich euch nicht ganz so auf der Knapse gegangen bin, das war wieder ein Durcheinander heute, oder? Ganz ehrlich. Dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Da habe ich nichts dagegen. Da freue ich mich sogar drüber. Und dann sehen wir uns nachher zur zweiten Folge. 14 Uhr. Macht's gut. Bis dahin. Tschüssi.